Hier ein homogenes Magnetfeld B, das aus dieser Arbeitsebene herauszeigt. In dieses Magnetfeld B setzen wir eine elektrische Ladung Q mit der Geschwindigkeit V. Hier ist der Vektor Q mal V. Weil diese elektrische Ladung sich in einem Magnetfeld befindet, wirkt auf sie ständig die Lorentzkraft, die orthogonal zum Vektor Q mal V wirkt. Also diese Lorentzkraft ist auch orthogonal zum Vektor V. Was also bedeutet, diese Lorentzkraft ändert nichts an der numerischen Geschwindigkeit V. Die bleibt im Laufe der Zeit konstant. Weil diese Lorentzkraft ständig orthogonal zu Q mal V wirkt, muss die Ladung Q sich auf einem Kreis bewegen. Und da die numerische Geschwindigkeit V konstant ist, muss diese Kreisbewegung eine gleichmäßige Kreisbewegung sein. Beobachten wir das in der Animation. Dieser Punkt P bewegt sich mit numerisch konstanter Geschwindigkeit auf dieser Kreislinie. Dieser Punkt P befindet sich also in gleichmäßiger Kreisbewegung. Das bedeutet auch, dass dieser Punkt P gleich große Zentriwinkel Alpha in gleichen Zeitabständen zurücklegt, was bedeutet, dass dieser Bruch zurückgelegter Winkel Alpha geteilt durch die dazu benötigte Zeit klein t im Laufe der Zeit konstant ist. Also muss dieser Bruch auch gleich sein zum vollen zurückgelegten Winkel 2pi geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Die Zeit, die der Punkt P braucht, um eine volle Umdrehung zu machen, bezeichnet man mit groß T und nennt man die Periode von dieser gleichmäßigen Kreisbewegung. Also gilt Alpha auf klein t gleich 2pi auf groß t. Natürlich, die Einheit von klein t ist dieselbe wie die von groß t. Das sind beide Zeiten, drücken wir also in Sekunden aus. Und die Einheit der Winkel Alpha und 2pi, das ist Radiant. Aber diese Einheit Radiant ist keine Einheit im Physik-Sinne. Denn diese Einheit Radiant ist ja definiert, dieser Winkel ausgedrückt in Radiant ist gleich zu der Länge des eingeschlossenen Kreisbogens geteilt durch den Radius des Kreises. Also Alpha in Radiant ausgedrückt, das sind Meter geteilt durch Meter und somit verschwindet diese Einheit. Man definiert die Winkelgeschwindigkeit Omega durch diesen Bruch Alpha auf t, der ja im Laufe der Zeit konstant bleibt. Es gilt also, Winkelgeschwindigkeit Omega ist gleich zu zurückgelegter Winkel geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Die Einheit von Omega ist also Radiant auf Sekunde. In Physik 1 auf Sekunde. Halten wir diese Formel hier fest, Omega gleich Alpha auf t. Jetzt zerlegen wir diese Kreisbewegung vom Punkt P je nach zwei geradlinige Bewegungen. Die eine ist horizontal. Sie beschreibt die Bewegung der Abszisse von dem Punkt P und diese vertikale Bewegung
beschreibt die Bewegung der Ordinate von diesem Punkt P. Schauen wir uns diese Zerlegung in der Animation an. Wir konzentrieren uns auf die Bewegung der Abszisse. Und jetzt konzentrieren wir uns auf die Bewegung der Ordinate. In diesem rechtwinkligen Dreieck erkennen wir sofort dieses x, das ist r mal Cosinus von Alpha. So. Aber da sehen wir noch nicht, dass das eine Funktion der Zeit ist. Wir wissen aber, dass Alpha gleich ist zu Omega mal t. Also ersetzen wir Alpha durch Omega t und jetzt sehen wir deutlich, dass diese Funktion der Zeit, diese Abszisse x, effektiv eine Funktion der Zeit ist. Das heißt, dieses x von t beschreibt die Bewegung von diesem Punkt auf dieser roten Strecke. Wenn wir dieses x ableiten, dann finden wir die Geschwindigkeit von diesem Punkt auf dieser roten Strecke im Laufe der Zeit. Wenn wir dieses Produkt ableiten, dann setzen wir zuerst die multiplikative Konstante r vor dieser Ableitung, dann bleibt noch diese Kettenfunktion Cosinus von Omega t abzuleiten. Die Ableitung von Cosinus, das ist minus Sinus. Diese Ableitung drücken wir aus mit Omega t und dann multiplizieren wir sie mit der Ableitung von Omega t, also mit Omega. Wenn wir diese Funktion nochmal ableiten, dann erhalten wir die Beschleunigung von diesem Punkt auf dieser roten Strecke im Laufe der Zeit. Minus r Omega fliegt aus der Ableitung raus als multiplikative Konstante und die Ableitung von dieser Kettenfunktion Sinus von Omega t, das ist Cosinus von Omega t mal Omega, daher dieses Quadrat. Jetzt machen wir genau dasselbe mit der Bewegung der Ordinate. In diesem rechtwinkligen Dreieck sehen wir die Ordinate y im Laufe der Zeit. Das ist die Hypotenuse r mal Sinus von Alpha, also so. Auch hier, wir ersetzen Alpha durch Omega mal t und so sehen wir deutlich, dass dieses y effektiv eine Funktion der Zeit ist. Diese Funktion drückt also die Bewegung von diesem Punkt auf dieser roten vertikalen Strecke aus. Wenn wir diese Funktion ableiten, dann erhalten wir die Geschwindigkeit von diesem Punkt im Laufe der Zeit. Und die Ableitung von r sin Omega t, das ist r Omega Cosinus von Omega t. Jetzt leiten wir diese Funktion nochmal ab und finden so die Beschleunigung von diesem Punkt auf dieser roten Strecke im Laufe der Zeit. Schauen wir nochmal diese Animation. Der Vektor OP, der hat als Koordinate x, y. Also der Vektor OP hat als Abszisse dieses x, das heißt r Cosinus von Omega t, und als Ordinate dieses y, das heißt r Sinus von Omega t. Der Vektor Geschwindigkeit v hat als Abszisse das Vx
also minus r Omega Sinus Omega t, und als Ordinate das Vy, also r Omega Cosinus Omega t. Der Beschleunigungsvektor a hat als Abszisse ax, also dieses Produkt, steht da, und als Ordinate ay, also dieses Produkt, steht auch da. Halten wir diese drei Vektoren mit ihren Koordinaten fest, wir halten sie hier fest. Die numerische Geschwindigkeit v ist nicht abhängig von der Zeit, denn wir haben ja eine gleichmäßige Kreisbewegung. Die numerische Geschwindigkeit v finden wir als Norm dieses Vektors v, also die Quadratwurzel von der Abszisse im Quadrat plus Ordinate im Quadrat. So. Hier sieht es aber aus, als würde die numerische Geschwindigkeit v doch von der Zeit abhängen, denn die Zeit t steht ja da und da. Aber hier haben wir r² mal Omega² mal Sin² von Omega t. Und hier haben wir r² mal Omega² mal Cos² von Omega t. Also können wir unter der Quadratwurzel r² mal Omega² ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann Sin² von Omega t plus Cos² von Omega t. Die Grundformel der Trigonometrie besagt aber, dass diese Summe immer gleich 1 ist. Und somit ist die Zeit doch verschwunden, denn somit bleibt nur noch die Quadratwurzel von r² mal Omega² mal 1, also im Endeffekt v gleich Omega mal r. Halten wir diese wichtige Formel hier fest, die numerische Geschwindigkeit von diesem Punkt P wird berechnet durch die konstante Winkelgeschwindigkeit Omega mal den konstanten Radius r. Jetzt schauen wir uns diese zwei Vektoren genauestens an. OP mit dieser Koordinate und Vektor V mit dieser Koordinate. Wenn wir das Skalarprodukt von diesen beiden Vektoren rechnen, das heißt Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate, dann erhalten wir diese Zahl. Aber wir sehen, das ist minus eine Zahl plus genau dieselbe Zahl. Minus eine Zahl plus sie selbst, das macht 0. Also in jedem Augenblick ist dieses Skalarprodukt von V und OP gleich 0, was also bedeutet, in jedem Augenblick sind die Vektoren V und OP orthogonal zueinander. Hier ist der Vektor OP und der Vektor V muss orthogonal zu OP sein, was bedeutet, dass dieser Geschwindigkeitsvektor V ständig tangent zur Laufbahn ist. Überprüfen wir das in der Animation. Der Vektor V, dieser rote Vektor, ist ständig orthogonal zu OP. So, jetzt schauen wir den Beschleunigungsvektor. Wenn wir im Beschleunigungsvektor minus Omega Quadrat ausklammern, dann bleibt als Abszisse r Cosinus Omega t, das ist genau die Abszisse vom Vektor OP, und hier bleibt als Ordinate r Sinus Omega t, das ist genau die Ordinate vom Vektor OP, woraus wir also schließen können, dass der Beschleunigungsvektor a gleich ist zu minus Omega Quadrat mal Positionsvektor OP. Die beiden Vektoren a und OP
sind also kollinear und der Beschleunigungsvektor a ist immer OP entgegengesetzt wegen dem Minus. Was also bedeutet, dass der Beschleunigungsvektor a, dieser blaue Vektor da, immer vom Punkt P zum Zentrum des Kreises gerichtet ist. Überprüfen wir auch das in der Animation. Die zwei Vektoren V und A sind also auch ständig orthogonal zueinander. Da der Vektor A gleich ist zu minus Omega Quadrat mal OP, ist die Norm des Vektors A, also die numerische Beschleunigung A, gleich zu Omega Quadrat mal die Norm des Vektors OP. Aber die Norm des Vektors OP, das ist der Radius vom Kreis. Woraus wir also schließen, dass die numerische Beschleunigung von diesem Punkt P gleich ist zu Omega Quadrat mal R. Aus diesem Produkt machen wir einen Bruch. Wir multiplizieren den Nenner mit R, also auch den Zähler mit R, und somit finden wir als Zähler das Quadrat von Omega mal R und als Nenner R. Warum machen wir das? Weil wir hier das Produkt Omega R haben und weil wir wissen, dass dieses Produkt gleich V ist. Was also bedeutet, dass die numerische Beschleunigung gleich ist zu V Quadrat geteilt durch R. Dieser Bruch ist ebenfalls unabhängig von der Zeit. Halten wir diese wichtige Formel auch hier fest. Jetzt schauen wir nochmal die Animation. Hier nochmal dieses homogene Magnetfeld B, das aus dieser Arbeitsebene herauszeigt. In dieses Magnetfeld setzen wir die Ladung Q mit der Geschwindigkeit V. Hier ist der Vektor Q mal V. Die Lorentzkraft wirkt ständig orthogonal zu diesem Vektor auf diese elektrische Ladung Q. Und deshalb legt diese elektrische Ladung Q eine kreisförmige Laufbahn zurück. Es handelt sich hier um eine gleichmäßige Kreisbewegung. Wir werden jetzt den Radius dieser Laufbahn bestimmen. Die Stärke der Lorentzkraft wird berechnet durch dieses Produkt, wo Alpha der Winkel ist, der gebildet wird von den Vektoren QV und B. Aber der Vektor QV ist orthogonal zum Vektor B. Das bedeutet also, dass Alpha gleich 90 Grad ist. Der Sinus von 90 Grad ist 0, also erhalten wir die Stärke der Lorentzkraft durch dieses Produkt. Diese Lorentzkraft wirkt ständig auf diese elektrische Ladung, also auf diese Masse. Und durch das Grundgesetz der Dynamik wissen wir, dass die Stärke dieser Kraft gleich ist zu Masse mal Beschleunigung a. Es handelt sich aber hier um eine gleichmäßige Kreisbewegung und eben haben wir bewiesen, dass die Beschleunigung a gleich ist zu v Quadrat geteilt durch r. Die Stärke der Lorentzkraft wird also angegeben durch dieses Produkt, aber auch durch dieses Produkt. Also sind diese zwei Produkte gleich. Diese Gleichheit können wir noch durch V kürzen und finden so, dass der Radius von dieser Laufbahn berechnet werden kann durch Masse mal Geschwindigkeit geteilt durch Betrag der elektrischen Ladung mal die Stärke des Magnetfeldes.
halten wir diese Formel also fest.